Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wenn Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Alan. Shh. Baby, das war nur ein Albtraum. Alice. Name bitte, Alan. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrank. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl. Ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken. Mich nicht konzentrieren. Die Tür war abgeschlossen. Ich war gefangen. Hier gab es nur leere Blätter. Keine Manuskriptseiten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so. Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von Ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat Sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ganz bestimmt. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Hier lang, Alan. Okay. Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen, paranoiden Wahnvorstellungen, sind von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, dass um Sie herum alles durchdreht, auch Ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem Ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, Sie aufzuhalten. Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit Ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation Ihres Unterbewusstseins, das versucht, Sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen.
Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, ihr Instinkt befiehlt ihnen, sich gegen mich zu wehren. Aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. So wie es aussieht, zieht ein Sturm auf. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang folgen Sie mir. Gute Neuigkeiten, Alan. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich Ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind. Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört zur Krankheit dazu. Schließlich bin ich derjenige, der Sie aus Ihrer selbst konstruierten Welt herausführt. Seine Worte halten in meinem Kopf wieder. Aber das kann ich bohrte mir die Fingernägel in die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Kommen Sie mit. Gehen wir hinein. Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe die Jagd. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Ginge es wunderbarer? Wirklich wunderbar, ja. Ja, so ist es. Das habe ich. Ich bin ein schlimmer Albtraum. Du solltest Angst haben, willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Bitte, Emerson. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ja, du möchtest, dass ich weggehe, damit du keine Angst mehr haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. Emerson! Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist Emerson. Ich darf sagen, dass wir bei ihm tatsächlich Fortschritte machen. Er arbeitet an einem Videospiel, eine lächerliche Möglichkeit gewesen, und doch bedarf sie eines kleinen kreativen Aufwandes, weswegen er für meine Therapiemethoden empfänglich ist. Ach was. Kommen Sie, Alan, hier lang. Oh, hallo. Ich habe sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen überkam mich einfach die Inspiration. Dr. Hartman wollte, dass ich Landschaften male. Und das habe ich auch. Aber dann habe ich angefangen, die hier zu malen. Und zwar jede Menge. Die Bilder fliegen mir einfach zu. Dr. Hartman, gefallen sie. Er hat sie in seinem Büro. Ach ja? Er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch, ich werde besser. Hm. Sieht mir nicht sehr vertrauenserweckend aus. Vertrauenserweckend, so. Platzar, der Deke kommt. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren.
Mein Rheuma bringt mich um. Ein Sturm zieht auf. Was für ein Sturm! Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner. Ja! Verrücktsein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte. So was Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Aua! Vernunft! Na, ist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog. Und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Tom! Hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Tut Auf mir der leid. Farm haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutat. Medizin! Mach deinen Kopf frei! Dann erinnerst du dich, als würde Mondlicht dein Hirn erhellen. Ah, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellbogen? Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Mehr nicht. Baba Yaga hat ihn sich auch gekrallt, die verdammte Hexe. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Und meine Raben, das waren, wie hießen sie? Memory und Thought. Hexe. Dir hat sie auch etwas weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmare shifted in their sleep, in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte. Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben. Bis ins Mark verseucht. Alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt. So ausgelaugt haben die Farm nah am See gebaut. Einem Ort der Macht. Was haben wir da für Feste gefeiert, Mann? Du solltest hingehen und eine Party feiern. Kommt jetzt etwa das... Der fette Popolga hat den Verstärker durchs Fenster geworfen. Hat diese Hippie-Tussi am Hinterkopf erwischt. 15 Stiche und eine Gehirnerschütterung. Pop ist jetzt tot. Leukämie. Stiche, Spitzel und Betäubungsmittel.
Ein übler Ort. Sind wir durch? Ich bin müde, Mann. Ja, ja, wir gehen. Kommt jetzt etwa... Gut, dass er nicht total überreagiert. Er ist der Boss. Ich brauche hier vielleicht später ein bisschen Hilfe. Der Sturm wird, du weißt schon, wen ausflippen lassen. Du kennst es ja. Klar, der Doktor will, dass ich auf Wake aufpasse, aber ruf mich, wenn sie aufmüpfig werden. Mach ich, Birch. Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartman doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Die berüchtigte... Irgendetwas stimmt nicht. ...Szene. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Schon geil. Das ist ein QR-Code. Haben wir eigentlich schon welche verpasst? Ich weiß es nicht. Bitte sehr. Ja, aber kommt jetzt die Szene... Albtraum von allen. Die Szene? S sozusagen. Das wäre ja... Es könnte aber tatsächlich sogar sein, weil... Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Hartman wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erst mal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Die Episode heißt ja immerhin die Wahrheit. Also kann es schon sein, dass entsprechende Szene, nicht falsch, entsprechende Szene jetzt kommen wird. Wake. Night Springs, das Videospiel. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey, Wake! Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Hammer her? Keine Ahnung, ich bin bereit! Ihr habt einen freundlichen Sturz von mir in der Freude! Haben wir etwa Angst vor den verrückten Brüdern? Jetzt sind wir nicht mehr so schwach! Was? Die Dinge geraten schnell aus den Fugen! Nicht wahr? Das ist mein Sturm! Ich bin drin! Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Nimm dein Schicksal in die Hand! Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptseiten. Es wird Zeit, die Zeche zu zahlen. Dort bewahrte er sie auf. Vielleicht können Sie mal kurz rauskommen und uns unsere faltigen Windelärsche vermöbeln.
wo sie doch so ein hartes Röntgen sind. Ich hoffe, die ist nicht tot. Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Na, die sehen ja vertrauensvoll aus. Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Also, Mrs. Wick, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Er... Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Ich... Manchmal wünschte ich fast, Alan würde mir eine scheuern, denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein, Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit, naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wick, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran, lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier, selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Lassen Sie mich hier raus! Hartmann, hören Sie mich? Ich werde Ihren durchgeknallten Quäkerarsch verklagen! Barry? Ey, wurde auch Zeit! Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen! Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine, nein! Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Sie waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Horn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich zwei Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Komm schon, Kumpel, wir müssen los. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Bitte, haben wir keine Ausdrücke hier. Ja, ein Versuch war es wert. Echt, Wake, kommen Sie.
Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir! Ich hol dich ein, besorg uns ein Auto! Oh, Al, lass los! Uns. Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Das Grinsen, Alter. Das Dunkel würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Ach du Scheiße. Ach so, das, okay. Nein, nein, Und dann hier, ja, Danke sehr. Ich brauchte Licht, um die besessenen Bücherregale wegzuschaffen. Au. Erstmal Fernsehen. Ist das Werbung? Das ist Werbung. What the fuck? Hab mir gerade Werbung angeguckt. Weiß ich gar nicht mehr. Au. Naja, immerhin. Ich bin hier! Na los! Wird Zeit für den Abgang!
Ich bin hier drüben. Wo? Wo bist du? Wo? Ich sehe dich nicht. Ich hab das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al! Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Au. Das war's für diese Folge. Ein bisschen weniger Action diese Folge gewesen und mehr Story im Zweifel. Aber in der nächsten Folge geht's dann umso heißer her. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Vielleicht schaffen wir es ja bis zu diesem Punkt, wo ich denke, dass es dieser Punkt sein wird in dieser Episode. Schauen wir mal. Und falls ihr jetzt komplett verwirrt seid, schaltet ein in die nächste Folge. Bis dahin, arrivederci und tschö mit Ö. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.